Ja, es muss einfach sich was ändern. Genau die Leute, die gehören bestraft für das, was sie mit uns antun. Und ich sag mal, die gehören zur Verantwortung gezogen. Bürger von Chemnitz, wenn der Wirtschaftsminister Habeck spricht, einmal die Woche duschen, das reicht, macht das Volk ein langes Gesicht. Am Wochenende stinken, das wollen wir nicht. Die machen eine Politik gegen die Deutschen und alles für die Ausländer. Das ist die Politik in diesem Land. Ja, na klar bin ich wütend. Ich bin wütend! Spritpreiskrise, Strompreisexplosion und der ganze allgemeine Zustand in Deutschland. Erstmal die Sanktionen. Waffen und Panzer haben noch nie Frieden gebracht. Noch nie. Willy Brandt und August Bebel, die würden sich im Grab umdrehen, wenn sie diese Politik verfolgen würden. Ich bin aus Russland und ich bin kein Monster. Ampel aus dem Land! Sachsen ist der Widerstand! Ja, ich bin der Meinung, dass wir zwingend Frieden mit Russland machen müssen. Es geht nicht weiter, dass wir pausenlos nur Krieg, Krieg, Krieg sagen und unterstützen damit irgendwelche Leute, die viel Geld mit Waffen verdienen. Also mein Motto ist, wir müssen zwingend etwas für den Frieden tun. Unbedingt verhandeln und nochmal verhandeln und wenn es nicht geht, nochmal verhandeln. Herr Habeck, denken Sie bitte ans deutsche Volk. Ich weiß, Sie finden Vaterlandliebe zum Kotzen, aber so kann es nicht weitergehen. Auch Sie haben eine Familie und auch Sie haben Freunde. Sie müssen doch sehen, dass es irgendwo alles krachen geht. So kurzsichtig kann doch keiner sein. Herr Habeck, du kannst mich mal mit deiner Politik am Arsch lecken. Du hast einen warmen Arsch und dein Volk kriegt einen kalten Arsch. Die Grünen wollen ja den Krieg. Die sind ja im Moment so heiß, Panzer zu liefern und lassen sich davon nicht abbringen. Und die stecken mit der Lobby, die Waffen produzieren, unter einer Decke. Mit der ganzen Scheiße sind wir betroffen. Was? Wir haben die Schnauze voll, restlos bis zum Hals, bis Oberkante hier. Ist natürlich für uns ein finanzielles Problem, aber momentan sind wir noch im Streitgespräch mit den Versorgern. Muss man mal abwarten, wie da die Entscheidungen fallen. Sachsen leistet Widerstand, jagt die Ampel aus dem Land. Von der Grünen Partei, das sind linke Extremisten, was anderes sind das nicht. Die fahren unser Land noch gegen die Wand. Die Anfänge sind doch schon da. Weil oben an der Regierung Leute sind, die keinerlei Ahnung haben von dem, wie es uns untergeht. Es ist das Einzige, was wir machen können, friedlicher Art. Zu demonstrieren gegen eine Politik, die Deutschland zerstört. Und das lasse ich mir nicht gefallen. Zumindest gehe ich auf die Straße und protestiere dagegen. Ich halte das für absolut falsch. Der alte Bismarck wusste schon, wenn Deutschland und Russland zusammengeht, dann ist Europa stark, auch wirtschaftlich stark. Und aus dem Grunde heraus ist das schon mal die falsche Maßnahme. Man sollte, wenn man einen Krieg provoziert, auf diese Art und Weise, sollte man in Verhandlungen gehen und das am Tisch lösen. Es gibt niemals Probleme, die man nicht am Tisch lösen kann. Und das werfe ich dieser Regierung vor. Sie ist nicht in der Lage dazu, sie ist ein Kriegstreiber. Ich kann im Winter nicht mehr heizen. Ja. Also ich finde es halt lächerlich, dass ich für den Krieg irgendwo in Osteuropa frieren muss.